Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ah, Folge Mama. Sims. Ja, wir Oh, warten mal ab, Ivka. bis James das Bild zu Ende gemalt hat, essen eine Kleinigkeit, Elka. legen uns dann ins Bett und dann würde ich sagen, wechseln wir den Haushalt wieder. Oder wäre das unklug? Okay, ein Fisch. Der ist auch schon faul? Den hat er doch gerade erst gefangen. Ich werde hier noch Bingo. wahnsinnig. Ganz ehrlich, ich werde hier wahnsinnig mit diesem ständigen sich selbst Essen besorgen müssen. Ich kaufe mir bald einen Kühlschrank und dann ist es aus damit. Vielleicht wäre ein Kühlschrank sogar cleverer, als sich eine Dusche zu kaufen. Ich weiß es noch nicht so genau. So, drehen wir mal ein bisschen die Zeit hoch, damit das Ganze schneller vorangeht. Ba, 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 ba. So, das Häschen ist fertig und wir kriegen ordentlich Asche dafür. Ab nach Hause. Ja, kannst stolz auf dich sein. Ab nach Hause mit dir. Wir beobachten dich, ob du auch wirklich nach Hause gehst. Ich verhungere. Sollen wir uns zum Mittagessen im Re Mittagessen? Es ist 20:08 Uhr. Mittagessen. Da ist James mal eben schnell gegen die Laterne gelaufen. Ist auch überhaupt nicht zu sehen. Mittagessen um 8 Uhr abends. Ja, okay, wer weiß, wann er aufgestanden ist. Vielleicht mag es für ihn ja auch ein Mittagessen sein. So, da sind wir im Trautenheim. Ich schaue mal ganz kurz, weil ich neugierig bin, wie teuer denn eine Dusche ist. Sanitär. Und eine Dusche kostet 335. Ja, die nehmen wir sofort. Und platzieren die mal schnell hier neben dem Busch. Haben noch 286 Simoleons übrig. Und ein Kühlschrank-Apparate. Hey, den könnten wir auch schon. Dann können wir wenigstens die ganzen Fische schon mal platzieren. Oder wir holen uns einfach so eine Kühlbox. Das müsste doch auch gehen. Kann man da Sachen reintun in die Kühlbox? Weiß das jemand? Ist die Kühlbox? Was ist das? Oh, das ist voll niedlich. Das ist ja aus dem neuen Pack, ne? Was mache ich denn jetzt? Ach komm, kaufen wir mal eine Kühlbox und probieren das einfach aus, ob wir da Sachen reinstellen können. So, das ganze Geld fast wieder weg. Wir brauchen einen Fisch mit Köderangeln. Und zwar nehmen wir die gute alte Zwiebel her. Ich habe ja echt nicht gedacht, dass das klappt mit der Zwiebel. Ja, den faulen Fisch können wir verkaufen. Da räumen wir mal eben schnell den Teller leer. Das nächste Ziel ist ein Waschbecken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt Oh, nochmal. top. Ha! Ah! Was? Eine Kuhpflanze! Ich habe zum ersten Mal. Ich weiß, es ist peinlich, aber das ist das allererste Mal, dass ich eine Kuhpflanze habe in Sims 4. Ich hatte, glaube ich, in Sims. Wo war das? In Sims 2 gab es die auch? Oder in Sims 3? Da hatte ich schon mal eine, aber in Sims 4 bisher noch nicht, weil ich eigentlich zu sehr damit beschäftigt war, meine gesamten Geschichten zu spinnen und zu spielen. Und wie man sehen kann, wenn es um solche In-Games, Spieltechniken und Sachen gibt, die man entdecken kann, habe ich nicht allzu viel Ahnung, weil ich eigentlich mehr am Geschichtenschreiben bin und dafür ja nicht so viele Sachen mache wie Sammeln und all sowas. Warum liegt denn der Teller jetzt noch hier? Ich habe gedacht, ich habe den weggeschmissen. So, jetzt aber. Und deswegen ist es das erste Mal, dass ich eine Kuhpflanze in meinem Inventar habe. Und da haben wir die Elritze. Ausgezeichnete Qualität. Können wir die? Na, wir können die ins Inventar. Wir können da keine Sachen reintun. Wir können uns nur Sachen rausnehmen. Aber ich will. Ja.
Ich war gerade echt sprachlos und im gleichen Moment habe ich... Oh mein Gott. Oh. Ich war jetzt gerade echt sprachlos und im gleichen Moment war ich nur so dankbar, dass wir gerade eine Dusche gekauft haben, weil ich echt nicht gewusst hätte, was wir sonst gemacht hätten ohne Dusche. Oh Gott im Himmel. Einmal kurz zurücklehnen und tief durchatmen. Das wäre ja witzig, wenn mein Protagonist einfach so die ersten paar Spieltage verrecken würde. Das würde irgendwie zu meinem chaotischen Spiel passen. Oh! Granatäpfel kommen als Baum daher. Daran habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Aber egal. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir haben ja eh nicht so viele... so viele Sachen. Und wir sortieren das mal ein bisschen anders. Und platzieren die Bäumchen. Ein bisschen hierher. Dann ist alles auf einen Haufen. Obwohl wir können... Ich mache es jetzt ganz anders. Ich mache es jetzt ganz, ganz anders. Ich platziere das ganze Beet woanders hin. Das habe ich. Ich habe ungefähr, ja, ich habe 6 kleine Pflanzen und 5 große Pflanzen. Weil hier möchte ich dann so langsam meine Hütte bauen. Was heißt langsam? Eigentlich können wir noch lange nichts bauen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir das Beet mal umsetzen. So, jetzt haben wir hier die ganzen kleinen Pflanzen. Und die großen können wir eigentlich auch dekorativ woanders hinstellen. Den Apfelbaum, hier hin. Das war der Birnenbaum, oder? Ja, genau, der Birnenbaum dahin. Was ist das? Der Kirschbaum, das ist der Zitronenbaum. Und Granatapfelbaum. Ah, ich bin nicht so nah an dem Pinkelbusch. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist. So, dann haben wir das ein bisschen dekorativer verteilt. Und machen wir hier erstmal alles weg. Ich mach mal hier Licht an. So, ein bisschen Erde unter die Bäumchen. Hier. Da. Schon was? Weil das sieht mir jetzt zu eckig aus, das mag ich nicht mehr haben. Und das Blumenbeet können wir dann hier auch ein bisschen erweitern. Obwohl, wir machen das. Ah. Schieben das doch noch mal ein bisschen so rum, dann kann der Baum hier stehen in der Ecke. Mach's nochmal alles weg. Dann kann das hier so ein bisschen wachsen. Und hier bauen wir dann unsere kleine Hütte hin. So mittendrin auf dem Grundstück. So, Erde drunter. Schalten das Gitternetz nochmal an. Zaun könnte ich drum setzen, aber das mache ich jetzt nicht. Dafür reicht das Geld nicht aus. Eine pflanzbare, rinderartige Frucht. Ich bin neugierig. Was kann ich... Ich muss die jetzt einfach pflanzen. So, James ist hoffentlich, ja genau, er ist immer noch am Kochen. Ja,
habe noch nie eine Kuhpflanze in Sims 4 gefunden. Ich bin gerade total euphorisch. Ich wusste gar nicht, dass man die beim Angeln fangen kann. So, Essen ist fertig. Wir haben eine Dusche. Das heißt, wir sind nicht mehr ganz so auf uns allein gestellt, dass man hier jetzt allerdings nur kleine Mahlzeiten und sowas rausnehmen kann. Das passt mir allerdings nicht. Dann brauche ich auch die Kühlbox nicht, wenn ich da nicht Sachen reintun kann. Ganz ehrlich. Oh, das kostet ja kein Geld, wenn ich das so platziere. Was machen wir da? Wir bauen uns schon mal ein Fundament. Vielleicht nochmal hier hin verschieben. Ja, ich ändere immer wahnsinnig viel um, wenn ich hier schon mal am Bauen bin. Und bin gerade sehr glücklich, dass man die Pflanzen einfach, ohne dass die sich jetzt großartig dran stören, auch verschieben kann und ihre Früchte behalten. Vielleicht soll ich das nochmal schieben. Ein bisschen hierher. Dann können wir das schon mal doch noch ein Stück. So. Wie teuer ist denn überhaupt? 60 Simoleons. Eine kleine Wand. Oh, naja, aber Hauptsache, wir haben jetzt eine Dusche. Es sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, so mitten auf dem Gebäude. Naja. Das wird sich alles geben mit der Zeit. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Timer zu starten. Das ist doch. Ess du mal. Arm verbrannt. Aua, das sollte ich besser lassen. Ja, das würde ich dir auch raten, James. Und zack, komm, schon sofort wird der Teller wieder auf den Boden gestellt und. Du pflanzt jetzt die Kuhpflanze an. Muss ich bei der irgendwas Besonderes beachten? Quaxa. Das sind kleine Hörner, die aus der Erde rausschauen. So, einmal gießen und. Habt ihr das Geräusch gehört? Was war das denn? Eine Eule? Ach, jetzt muss nochmal alles gegossen werden, oder? Fast alles. Ja, es muss nochmal alles gegossen werden. Naja, James schläft jetzt. Wir schauen mal bei einem anderen Haushalt jetzt vorbei. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Herrn Donner und zu seinem Untermieter. Zu Michael habe ich ihn, glaube ich, genannt. Genau. Oder nein, ich will jetzt wissen, wie das mit der Kuhpflanze funktioniert und mit James weiterkommen. Wir lassen den Donner nochmal dort rumdonnern, wo er gerade ist, und lassen ihn ein bisschen in Ruhe. Genau, geh du mal auf Toilette. Mülleimer. Was machst du da? Ach, Wildnisratgeber lesen. Ich dachte, warum ist die Blase nicht entleert? Oh. Da kommt ein ganz böser Sim. Ja, ich muss ja nur 74 Simoleons bezahlen. Das ist ja das. Ekliger Busch. Dieser Busch wurde bereits benutzt. Aber von jemandem, der die Spülung nicht betätigt hat. Ja, James, da kannst du dich ja wohl an die eigene Nase fassen. Dieser Busch stinkt nur, weil du den da besprüht hast. Was war da gerade als Zeichen? Techtelmechtel im Zelt haben. Ja, wir bezahlen mal ganz schnell die Rechnung, bevor wir es bereuen. Oder bevor wir das Geld anders ausgeben.
Und würde sagen, wir setzen uns nochmal dran und ein bisschen und malen ein bisschen. Oh, ich muss ans Essen denken. Okay, vielleicht wechsle ich doch gleich den Haushalt. Ich find das bei James gerade super stressig und die Sozialkontakte und alles auf einmal. Ich werd wahnsinnig. Ja, ein Bild malen wir und dann verkaufen wir das sofort an den Sammler. Duschen schnell. Und gehen dann einfach ins Restaurant. Verdammt nochmal. Wir haben jetzt ein bisschen Geld dabei. Oh, da ist eine kleine Kuh. Oh, ist das niedlich. Oh. Die sieht putzig aus. Kleine Wu. Singst du da etwa in der Dusche? Das muss ich sofort festhalten. Ja. Ein paar Bilder mehr. James kann jetzt endlich duschen. Was ist denn hier? Die sehen so vertrocknet aus. Oh, jetzt könnte ich hier alles ernten und herrlich. Wir gehen jetzt in ein Restaurant essen. Und was hast du da an? Was habe ich dir da eigentlich so gegeben an Klamotten? Ach so, ein T-Shirt mit Farbflecken. Ja, das ist doch auch gar nicht so schlecht. Wir reisen und weißt du was? Wir nehmen Hannah mit. Die kennen wir jetzt am besten und laden Hannah als Dank dafür, dass wir sie, dass wir letzte Folge die Badewanne benutzen durften, einfach mal zum Essen ein. Wir sind ein bisschen spendabel und generös und wir gehen diesmal hier ins Steakhouse. Da sind wir auch schon. Und da muss schon die nächste Toilette auf Toilette. Aber das ist nicht mein Problem. Das ist das Steakhouse. Ich wollte ein ganz kleines Restaurant machen. Eigentlich so als so eine Art. Ach, da ist schon der nächste Vampir. Meine Welt ist bevölkert von Vampiren. Ich wollte ein kleines Restaurant machen, das das Potenzial hat. Da steht ein Busch im Fenster. Das das Potenzial hat. Weiterentwickelt zu werden und ausgebaut zu werden, wenn man sich das mal kauft. Na? Schieben wir das Ganze, ohne dass das jetzt im Fenster hängt. Hier hängt auch nichts im Fenster, dann kann es auch schon weitergehen. Genau, ich wollte ein schlichtes kleines Steakhouse machen und wir bitten direkt mal um diesen Tisch. Etwas Einfaches, also was Kleines für die Innenstadt. Hier ist mein Wellness Center. Da hinten die Disco, die ich aber nicht selbst gebaut habe. Das ist die Disco von EA. Ja, alle laufen so gegen die Gegenstände hier. Wegfindung. Schulnote 6. Naja. Wenigstens bleiben sie nicht stehen, sondern versuchen irgendwie weiterzulaufen. Das nervt mich allerdings ein bisschen, dass die Sims zur einfachen Musik immer tanzen. So. Anna, du kannst dann gleich in Ruhe auf Toilette gehen. Hier ist dein Tisch. Guten Appetit. Und die hat aber jetzt eine ganz unangenehm hohe, piepsige Stimme gehabt. Oh, und wir bestellen sofort erstmal für den Tisch. Du wolltest ja Fast Food haben und Cola. Zack. 4 Simoleons für jeden. Ich muss das noch bestätigen, ne? So. Vorspeise lassen wir aus. Und wir nehmen uns das Beste auf der Karte, einen einfachen Hamburger. Und haben eine Rechnung von 20 Simoleons. Das geht doch eigentlich. Dafür, dass wir jetzt nicht selber kochen können. Was ist das denn? Ach so, warten, um beim Kellner zu bestellen. Zipperau? Oh, Sigluna. Tengul Ushib. Saraspa Barovi Stevie Fennell. Ich mag dieses Restaurant wirklich sehr, sehr gerne. Es ist zwar klein und fein. Und nicht allzu viele Gäste finden hier drin Platz.
Und wenn man das Restaurant selber ein bisschen hochzieht, kann man vielleicht ein zweites Stockwerk einbauen oder hier noch die Terrasse vergrößern und noch mehr Außenessbereich reinmachen. Aber so wie es gerade ist, gefällt es mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Wo kommt denn, wo ist denn meine Begleitung, mein Gast abgeblieben? Genau dieses. Ach, Hannah sitzt schon am Tisch. Ich dachte schon, Hannah ist verschwunden. Ja, dann quatsch mal ein bisschen miteinander. Freundlich, nach Karriere fragen. Funitway? Kabuni. So what a beaming. Hannah ist Schriftstellerin Or bei Bunte Nurgle, Bücherwelt. Lumbach Ah Myrtle ja, so richtig Lodge. Schriftstellerin Really? ist sie ja nicht. Dumb saber, Hannah. Phineas Kennenlernen. Payfam. Oh, sie ist gerade Suha. erst nach Windenburg gezogen. Watanabe. Zombo Yelbs? Und hat eine böse Trennung hinter Quake, sich, oder wovon redest du? Hey Baba. James, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe die Idole beitreten Smetana? würdest. Nee, ich Droba? glaube nicht, dass James jemand ist, der einer Nibara Clique von reichen Watanini. Leuten angehören möchte und kann. Soy, Tambra. Okay, James möchte sich unbedingt verlieben und unbedingt ein Techtelmechtel haben. Und hier kommt das Essen auch sehr viel schneller als in meinem anderen Restaurant. James, lass es dir richtig schmecken. Ich gönne es dir so sehr. Snubara, Dubna Timfi, Watanini Chaf, Arvini, Busharp Kumiao. Gönn dir das gerade von ganzem Herzen, wenn man die ganze Zeit hungern muss und arbeiten muss, dass man den nächsten Fisch an Land zieht. Tut so ein richtig leckerer Burger was ganz Einfaches und was ganz Schnörkelloses richtig gut. Wir können ja mal ein bisschen hier so durch die Gegend schauen. Während die zwei sich unterhalten, ich finde, Windenburg ist eine so schöne Nachbarschaft. Und wenn es nach mir ginge, hätte diese Nachbarschaft auch noch größer sein können. Bei aller Liebe, ich weiß, dass man da ein bisschen auf die Performance achtet und schaut, dass alles passt. Nee, ich will nach oben. Nach oben, nach oben. Und man muss schauen, dass es auch gut funktioniert auf den Computern, aber die ganzen Bereiche erscheinen mir manchmal einfach doch ein bisschen klein. Ich hätte es zum Beispiel gerne gehabt, wenn man da hinten auch in einem Haus wohnen könnte, mitten in der Stadt. Auch etwas Moderneres hier in Windenburg. Die Vermischung von alt und neu und ja. Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und Ideen. Und da haben beide schon aufgegessen. Wir können ja mal fragen, ob Hannah Single ist. Orb. Tatsache. Und James weiß auch schon, dass Hannah tollpatschig ist. Das finde ich ganz. Das finde ich ganz witzig, ganz niedlich. Und es wird auch schon. Ach komm, das kann er richtig gut gebrauchen, dass er sich mit der Hannah unterhält. Und wir bestellen einfach noch einen Nachtisch. Wir sind heute mal verschwenderisch. Und Saft on the Rocks. Komm, jetzt wird's das hier. Obstmuffin. Oh. Komm, beide kriegen dasselbe. Beide kriegen einen leckeren Muffin. Da bin ich bei einer Rechnung von 44 Simoleons. Aber egal. Egal. Scheiß drauf. Jetzt habe ich gerade das Mikrofon und das Headset aus mir vom Kopf gerissen, weil ich mich darin verheddert habe. Ja, Hannah ist nicht die Einzige, die tollpatschig ist. Ich hoffe, das war jetzt in der Aufnahme nicht allzu laut. So, können wir Hannah noch weiter kennenlernen? Farza, Navwinok, ugh, Frong de Bibs. Ja, du red mal über Kunst, dann weißt du, dass Hannah sich nämlich auch dafür interessiert. Oh, Zagu Warba.
Washa Zabris. Ich finde dieses Restaurant richtig schick. Weiterlaufen lassen? Oh, wer ist denn da so edel angezogen? Bella Goth. Ich wette, die feiert heute Abend noch. Geht zu Disco. Wir können ja trotzdem noch mal ein bisschen flirten. Warum auch nicht? Oh, und Hannah ist nicht abgeneigt. So what a beamy. Ja, aber bisher ist es nur ein angenehmes Gespräch. Aber das ist doch eine gute Grundlage. Oh, Hannah ist verspielt drauf. Schauen wir mal hier, wie das Essen sich so macht. Okay, bei mir sind nur Profis in der Küche beschäftigt, sehe ich gerade. Ich mag das sehr gerne, wenn man den Kochbereich sieht. Und sie hat ja einiges zu bieten an Show. Wie man sehen kann, ich habe solche Sachen immer schön versteckt platziert. Um eine Ecke. Hier ist nur ein Badezimmer oder ein WC. Die lassen sich hier auch gut gehen. Das ist doch Tom. Mit. Auch mit einer Luisa, aber mit einer anderen Luisa. Warum ist Tom mit einer fremden Frau essen? Okay. Das war jetzt seltsam. Ist das Essen schon. Ist der kleine Muffin schon aufgegessen? Ich wollte mir den noch anschauen. Was steht da? Nicht genug Training! Ja, Tom, also Tom sage ich schon. James, du bist aber auch nicht zufriedenzustellen. Erst willst du die ganze Zeit quatschen, dann willst du die ganze Zeit trainieren, dann hast du Hunger, dann musst du pinkeln, dann stinkst du. Irgendwie ist es bei dir gerade sehr anstrengend. Spino? Ja, Fruz. Aber komm, machen wir Tom glücklich. Wir beenden das Essen und bezahlen die Rechnung und gehen dann vielleicht noch ein bisschen ins Fitnessstudio. Das wäre doch was. Oder auch nicht. Oder doch, auch nicht. Oder auch doch, oder nicht. Oder doch, oder nicht. Ja, komm. Mit Hannah. Warum nicht? So, da sind die beiden auch schon. Mal kurz was schauen. Ah, Rundenschwimmen. Es lag tatsächlich an der Mod, wie ich das auch schon vermutet habe und wie auch einige von euch das schon vermutet haben, dass ich ganz bestimmte Sachen hier nicht angezeigt bekommen habe. Und es ist doch möglich, dass man Rundenschwimmen kann. Ich habe schon gedacht, ich werde hier wahnsinnig. Moment. Ich muss mal kurz was machen, weil das Ding stand zu nah an der Wand. Und wir gehen nochmal auf dieses wunderbare Klettergerüst. Hannah auch? Nee, Hannah nicht. Vertikale Steigerung habe ich jetzt.
Warum funktioniert das nicht? Habe ich hier einfach zu wenig Platz oder woran liegt es? Ich will es nochmal ausprobieren. Komm her. Ah, jetzt geht's. Ah, Hannah ist auch vorbeigekommen und tanzt, während James hier sich abmüht und einfach die Wand weiter hochklettert. Warum bist du jetzt runtergesprungen, James? Oh, nicht fallen. Ich finde das einfach witzig, wie Hannah total unbeeindruckt daneben steht und sich denkt, ich tanze einfach hier so rum, beachte mich gar nicht. Ich beachte dich auch nicht. In 30 Minuten beginnt ein Gedankenkonzentrations-Yoga-Kurs. Oh! Den hat sie jetzt aber aufs Maul gelegt. James, pass bitte auf dich auf. Weiter hoch. Immer schön Ruhe bewahren beim Klettern. Ich finde das gerade total faszinierend. Und jedes Mal. Wow. Ich hätte ja wahnsinnig Angst, dass mich das Ding hier unten einsaugen würde, wenn ich nicht schnell genug klettern würde. Dass da plötzlich der Fuß mit reinrutscht und dann hat man einen gebrochenen, zerquetschten Fuß. Ja, ich bin ein bisschen paranoid und ich stelle mir... Oh, schon wieder hingefallen. Und ich stelle mir immer so skurrile Dinge vor, die passieren könnten, wenn man nicht genau aufpasst. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich so schusselig bin und mir sehr viel passiert. Dass ich immer schon im Voraus drüber nachdenke, was könnte mir passieren, wenn ich das und das mache und nicht aufpasse. Komm, bald hast du's. Willst doch fit bleiben. Oha! Selbstsicher. Gutes Training. Ein gutes Training hebt immer die Stimmung. Naja, bei mir nicht. Und die harte Arbeit von James macht sich bezahlt und er kann es an seiner neuen Figur absehen. So schnell? Wow, ich bin beeindruckt. Ja, James ist zufrieden. Und ich würde sagen, du kannst ein bisschen schwimmen, um dich abzukühlen. Obwohl, Sprung für... Oh ja! Sprung für Runde, das heißt... Wo ist denn die gute Hannah abgeblieben? Ich wette, die ist beim Yoga. Ja, was habe ich gesagt? Hannah ist beim Yoga und... schläft. Naja. Da schwimmt er jetzt seine Runden. Endlich ist es möglich. Es war mir klar, dass Hannah beim Yoga ist. Hannah wirkt auch wie ein Yoga-Typ. Vielleicht sollte ich dir mal eine Yogamatte kaufen. Das wäre auch nicht schlecht. Und vielleicht für Marlies auch. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, wenn sie was Ruhiges und Sanftes macht für ihr Alter. Nichts jetzt wie Tanzen vorm Fernseher, sondern eher was. Ich will, dass du reinspringst ins Wasser. Hat da jemand Angst? Ah!
Das war wieder ein Bauchplatscher allererster Güte. Und Hannah, du solltest auch in den Pool springen. Fehlsprung, ups, das hat nicht so gut geklappt. Nein, hat es nicht. Unerfreuliche Umgebung, wegen schlechter Umgebung. Schmutz und Unordnung ist. Ach, wegen dem Wasser. Hier stellt euch aber an. Da ist Wasser im Schwimmbad am Boden und nein, also was soll ich dazu noch großartig sagen? Du gehst mal auf Toilette. Und dann würde ich sagen, ist auch schon Zeit für dich, um ins Bett zu gehen und nach Hause. So. Oh, und da sind wir schon im Ladebildschirm. Mit dem neuen Tablet 3 Käse hoch kannst du die Fähigkeiten von Kleinkindern fördern und Filme schauen lassen. Ja, Tablets für Kleinkinder. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es schade, wenn Kinder nicht mehr so viele Sachen mit ihren eigenen Händen machen, sondern überall nur noch das Tablet und das Handy und der Computer für hinhalten müssen. Zumindest bei ganz jungen Kindern. Oh, da braucht auch jemand Wasser. Und wie geht's meiner kleinen Kuh? Oh, das sieht so niedlich aus. Genau, und James schläft jetzt noch mal ein kleines Ründchen. Und ich denke mal, diese Folge mache ich jetzt nicht so lang wie die letzte Folge. Die hatte ein bisschen Überlänge, weil ich vergessen habe, den Timer einzustellen. Und wir werden in der nächsten Folge mal beim Haushalt Donna vorbeischauen, wie es denen da gerade so geht. Und dann später mal wieder bei Hannah und so weiter und so fort. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.